Sie stehen für Abenteuer und Erhabenheit, verursachen Fernweh. Die Faszination, die von Hochgebirgen ausgeht, kann wohl jeder nachvollziehen. Nebendrein sind sie auch noch spannender Forschungsgegenstand. An der Uni Bonn aus Tradition. Seit etlichen Jahrzehnten bereits befassen sich Bonner Geografen mit dem Thema. Dem widmet das Universitätsmuseum nun die Sonderausstellung Geoökologische Hochgebirgsforschung in der Tradition Alexander von Humboldts. Was heute ganz selbstverständlich ist, dass man versucht, die Zusammenhänge von verschiedenen Naturelementen und den Einfluss des Menschen zu sehen, hat eigentlich eine recht lange Tradition, geht bis auf Alexander von Humboldt zurück. Und das wollen wir hier ein Stück weit darstellen, weil die Institutsgeschichte unseres Instituts damit sehr eng verbunden ist. Auf Karl Troll geht der Begriff der Landschaftsökologie zurück. Mit verschiedenen Methoden, wie beispielsweise solch stereoskopischer Bilder, versuchte er das Gelände so gut es eben geht zu erschließen. Sein Nachfolger Wilhelm Lauer beschäftigte sich mit den verschiedenen Klimazonen und dem Landschaftshaushalt. Der ehemalige Rektor der Universität Matthias Winiger beobachtete unter anderem die Mensch-Umwelt-Interaktion. Der jetzige Lehrstuhlinhaber Jörg Löffler beschäftigt sich mit den raumzeitlichen Variabilitäten und Ökosystemen. Man merkt, dass es immer komplexer wurde. Während am Anfang nur in Anführungsstrichen einzelne Klimaparameter, Temperatur, Niederschlag gemessen wurden, kam dann die Pflanzenwelt dazu. Bei Lauer waren Bodenprofile dann aufgeschlossen worden. Also das heißt, es wurden immer mehr Faktoren einbezogen, bei Winiger dann die Nutzung auch des Geländes, bis hin zu dem jetzigen Lehrstuhlinhaber Jörg Löffler, der wirklich skalenübergreifend, also gar nicht auf einer Maßstabsebene, im Prozess selber forscht. Das heißt, er guckt nicht zurück, wie ist das denn entstanden, sondern er hat seine Datenlogger im Gelände und forscht quasi zeitparallel, was natürlich eine ganz tolle Herausforderung ist und neue Erkenntnisse ergibt. Das zog bei der Eröffnung zahlreiche Gäste an. Neben dem amtierenden Rektor der Uni Bonn, Michael Hoch, und dem Vorsitzenden der Wilhelm-Lauer-Stiftung, Jörg Bendix, sogar die Nachfahren von Karl Troll. Denn neben Ausschnitten aus Karl Trolls Expeditionsfilm Kampf um den Himalaya gibt es auch noch ein anderes, ganz besonderes Stück zu sehen. Trolls Gipsmodell des Nanga Parbat. Er hatte eine wirklich einmalige, für damalige Zeit einmalige, innovative Karte zur Ökologie des Hochgebirges erstellt. Und in den 50er Jahren hat Otto Schimpp ein Gipsmodell gebaut dazu und musste die Vegetationszonen darauf kolorieren, was ihm widerstrebte. Wir haben das in einem Schriftwechsel nachvollziehen können, weil er meint, das sehe nicht so toll aus. Er hätte lieber diese klassischen Atlasfarben darauf koloriert und hat dann mit schlechtem Gewissen dieses Modell von München nach Bonn geschickt. Und Karl Troll war ganz begeistert und er war ganz froh, dass es ihm gefallen hat, weil ihm hat es gar nicht so gut gefallen. Sie wollen sich ein eigenes Bild von der Ausstellung machen? Die Sonderausstellung Geoökologische Hochgebirgsforschung in der Tradition Alexander von Humboldts. Zu sehen im Universitätsmuseum bis zum 24. März 2016.